Denn Lebensfreude für dich ganz persönlich? Lebensfreude ist für mich, dass ich Zufriedenheit habe und dass ich die Dinge, die ich den ganzen Tag mache, gerne mache. Also zur Arbeit gehen, aufstehen. Also wenn da die Lebensfreude nicht dabei wäre und ich mich zwingen müsste, irgendwas zu machen, dann wär nicht so meins. Das ist jetzt nicht jeden Tag alles Friede, Freude, aber das ist, wenn ich mich an einen Tag über irgendwas geärgert habe, dann sieht das nächsten Tag schon anders aus. So dieses drüber Schlafen ist was, was oft schon die Dinge ja ein bisschen mehr an ein Licht erscheinen lässt. Manche Menschen können dann nachts, die kommen gar nicht zur Ruhe, die ärgern sich so sehr und ärgern sich am nächsten Tag immer weiter. Das ist bei dir nicht so. Doch, auch mal, also ganz normal. Das habe ich auch, dass einem gerade an Tagen, wo der Takt sehr hoch ist oder man beruflich oder privat einfach Sachen hat, die man, ach, das ist so Mist, ja, dass einem das nachts noch durch den Kopf geht. Das habe ich auch, ja. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht alles Friede, Freude, aber dann, ja, ich habe für mich so eine Methode entwickelt, dass ich dann einfach sage, jetzt grübel ich nicht die ganze Nacht rum, sondern stehe ich auf, mache mir eine heiße Milch oder wenn es wirklich was ist, ich denke, da rotieren meine Gedanken immer und immer wieder, dann schreibe ich es auf. Oder schreib eine E-Mail an jemanden, der mich geärgert hat, die schicke ich nicht ab nachts um 3, um Gottes Willen. Aber das hilft mir einfach so loszulassen und das ist wirklich selten. Also, aber wenn ich es habe, dann merke ich danach so, jetzt ist es irgendwie weg und losgelassen. Wenn ich die Mail am nächsten Tag lese, ist es. Irgendwie denke ich so, oh, was hast du denn da gehabt? Lösch es, mach nichts damit. Ist dann auch erledigt. Kann man sich denn Lebensfreude erarbeiten, wenn man es nicht von zu Hause oder von wem auch immer geschenkt bekommen hat? Was denkst du? Also direkt erarbeiten weiß ich nicht. Es gibt bestimmt so ein paar Methoden, die einem Dinge leichter machen. Also wenn man immer mal wieder guckt, wo bin ich eigentlich? Ist das, was ich den ganzen Tag mache, eigentlich gut für mich? Oder sind die Menschen, mit denen ich mich umgebe, gut für mich? Da hilft manchmal auch ein klarer Schnitt, dass man sagt, ich hatte mal eine Kollegin, die kam rein und wir hatten alle sofort gute Laune. Einfach weil sie da war, die musste gar nicht viel machen, fröhlich, hallo. Es gibt so Menschen, die haben diese Gabe und andere Menschen, die kommen rein und es ist gleich eine Atmosphäre, wo man denkt, privat möchte ich mich mit denen nicht umgeben. Und ich finde es dann einfach gut, wenn man für sich einfach guckt, welche Menschen sind um mich rum, tun die mir gut oder welche Arbeitssituationen habe ich. Und manchmal muss man da auch was ändern, wenn es einem nicht gut tut, meiner Meinung nach. Zur Zufriedenheit und zur Lebensfreude gehört auch ein aktives Handeln, Entscheidungen treffen und die dann auch umsetzen. Also für mich schon, das wird jeder für sich vielleicht ein bisschen anders definieren. Ich bin jemand, der sehr gerne aktiv an den Dingen arbeitet und Dinge angeht. Sonst fühle ich mich einfach ja, wie so ein Ball auf dem Meer oder keine Ahnung. Das finde ich, ich treffe gerne Entscheidungen, ich beeinflusse Dinge gerne und soweit ich das kann, ja, bringe ich es auch gerne mit voran. Man kann nicht immer, die Rahmenbedingungen sind manchmal vorgegeben, aber. Das weißt du selber auch, sobald man Entscheidungen treffen kann, solange man was tun kann, aber es gibt Situationen im Leben, die kann man schwer beeinflussen. Die hat man selten, die hat man vielleicht gar nicht mehr im Griff und in der Hand. Sowas kennst du auch. Ja, ich glaube, das kennen wir alle irgendwo auch, ja. Ja, das habe ich im Privaten mal erlebt, dass ich einfach, weil es geht ja um Lebensglück, wir haben jetzt einiges Berufliches, also privat ist mein Lebensglück meine Familie. Es war auf jeden Fall so, dass wir im Freundeskreis sehr früh schon wussten, dass wir Kinder wollen und auch mit die ersten waren, die geheiratet haben und dann mal gedacht, jetzt kommt bestimmt ein Kind und dann fragen ja auch alle Mensch und frisch verheiratet. Es hat aber sehr lange gedauert. Also es haben eigentlich alle das Glück gehabt, Kinder zu bekommen und wir haben es probiert und es hat sehr, sehr lange nicht geklappt, bis wir dann mal
mit unserer Frauenärztin ein bisschen mehr Tachles geredet haben und sie sagte, ja, es ist, wir werden wohl alternative Möglichkeiten angehen müssen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wie war die Zeit, wo alle Freunde Kinder bekamen und ihr nicht? Wie war das für dich persönlich? Das war nicht einfach. Das war auch im Freundeskreis mehr oder weniger, das wussten auch alle. Das war nicht einfach. Ich total gerne Kinder und das hat morgen wieder eine Freundin gefragt, Mensch, zweites Kind, du gehst so toll mit den Kindern um. Ich bin dann immer toben und spielen gegangen mit denen und die anderen Kaffee getrunken haben, war so die Spaßtante. Aber es hat schon so an mir genagt. Auch als dann mein Mann mal gefragt wurde, Mensch, willst du Pate werden? Und da haben wir gesagt, ach Mensch, vielleicht gerade nicht, weil wir da in der Phase auch gerade waren, dass wir sehr intensiv probiert haben. Und das war, ich habe mich super gefreut, aber das war immer so ein kleiner Stachel, dass ich gedacht habe, ach Mensch, und warum klappt es denn bei mir nicht? Hm. Wie sah das in dieser Zeit mit deiner Lebensfreude aus? Die war da, also das ist ein Teil von mir. Das ist so eine, aber wie gesagt, es nagt dann und es piekst dann und man denkt, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da unglücklich war in der Zeit oder so. Wir haben halt irgendwann gemeinsam mit Ärzten sind wir das Ganze angegangen und waren hier in Mainz im Kinderwunschzentrum, sind da ganz toll. War wirklich sehr tolle Betreuung und sind dann den Schritt gegangen, dass wir da mit Unterstützung der Ärzte unsere Kleine dann irgendwann gekriegt haben. Lief das denn unkompliziert, reibungslos? Nee, nicht wirklich. Also so im Nachhinein ist das wie irgendwie wir nach einer Geburt. Man sagt dann, ach, war nicht so schlimm. Aber, so ganz unkompliziert war das nicht. Also ich weiß noch, als wir unser Haus gekauft haben, an dem Wochenende haben wir mitgestartet und dann hat es gleich nicht geklappt beim ersten Mal. Und das war schon frustrierend, weil man dann merkt, ich hatte so viel Hoffnung in diese Situation gegeben und war so sicher irgendwie, dass es klappt, irrational. Aber das war dann nicht so ganz einfach. Also wir haben verschiedene Versuche gemacht und irgendwann, zweimal hat es nicht geklappt. Ich hatte auch zwei Fehlgeburten, bis meine Tochter dann kam. Und ja, da ist man dann, das ist dann nochmal ein besondereres Geschenk. Jedes Kind ist ein Geschenk, aber wenn man es einfach so sich so gewünscht hat und da auch der Weg ein bisschen schwieriger war, irgendwie wussten wir oder hatten die ganz starke Hoffnung immer, dass es klappt, aber man weiß es halt nicht. Ja, also das Thema Dankbarkeit ist noch mal intensiver in meinem Leben. Also Dankbarkeit einfach, wenn ich arbeite halt oft auch abends mal und komme nach Hause und sehe sie, ein Engel, oder sie wacht morgens auf und kommt zu uns. Das ist einfach, ich habe so eine, sehr, vielleicht auch durch den Weg, ich denke, das ist auch, weil es nicht schnipp, da war ein Kind und dann kam ein zweites und ach, ein drittes wollen wir nicht. Es war einfach ein Weg für uns, der nicht so einfach war. Deshalb bin ich einfach unglaublich dankbar und ich habe letztes Mal so zu ihr gesagt, ach, das ist schon ein bisschen her, da sagt, ach, bleib doch immer vier. Da sagte sie, so ein bisschen alt, Mama, fünf ist auch ein schönes Alter. Ja, also es ist so, ich weiß, dass ich jedes Alter mit ihr, die Pubertät vielleicht nicht und andere, wir werden es auch zoffen, aber ich bin im Moment unglaublich dankbar, dass sie einfach da ist und